Wir dürfen mehrere Wochen im Jahr Remote Work machen. Und wenn wir das an einer Contiki-Destination machen, dann bekommen wir sogar einen Zustupf über. Und ich glaube, schlussendlich profitiert die Contiki auch davon, wenn wir Mitarbeitende Destinationen besser kennenlernen. Mein Name ist Laura Giesiger. Ich arbeite als Reiseberaterin bei Contiki in Baden und verkaufe mehrheitlich den schönen Winter in Lappland und in Norwegen. Ich bin im Moment in Boston zum Remote Work machen. Das sind insgesamt 3 Wochen, wo ich da oben sein darf und im Homeoffice in meiner schönen Blockhütte hier im Wald in Luosto arbeiten darf. Das heisst, ich bin ganz normal erreicht von den Kunden und meinen Teamkollegen. Ich habe aber einfach, wenn ich für Abend habe, die Möglichkeit, am Abend auf die Langlaufschiene zu stehen oder meine Schnee schon einzupacken und auf den Oculus zum Beispiel aufzulaufen, um Nordlichter zu machen. Ich durfte remote arbeiten. Es war ein kleines Ausland, weil ich glaube sogar noch in der Probezeit war. Und habe gedacht, ich frage es gleich mal an, weil es mich mega, mega interessiert hat. Und wir haben es dann nachher so organisieren, dass ich können mit unserem Direktflug eine Woche auf Norwegen arbeiten. Ich bin Linda, wohne in Luzern, arbeite seit 1,5 Jahren bei Contiki und bin im Team Skandinavien. Für Contiki hilft es natürlich, wenn wir in diesen Ländern arbeiten können, wenn wir die Sachen selber sehen und so den Kunden 1 zu 1 können sagen, wie es dort ist, was man machen kann, wie das Wetter kann sein kann, sehr wichtig. Es ist ein mega Mehrwert für Contiki selber und natürlich auch für uns. Mir selber bringt es natürlich viel remote, dass ich mal etwas anderes sehe, dass ich ein anderes Umfeld habe zum Arbeiten. Wir können alles sehr gut auch online anbieten mit Videoberatung und Telefonberatung. Das kann man gut auch von Norwegen aus machen, mit ein bisschen schöner Aussicht. Ich finde, gerade hier in Luosto ist einfach die Ruhe. Und ich finde, das ist so etwas Schönes, was in der Schweiz manchmal auch ein bisschen fehlt. Also einerseits ist also da sicher das Wochenende, wo wir ja in der Regel nicht am Arbeiten sind, wo ich kann den Norden in vollen Zügen geniessen kann. Und ich probiere einfach mal am Mittag rauszugehen. Und ja, dann mache ich vielleicht ein bisschen aussehendere Mittagspause. Und sonst auf jeden Fall auch am Feierabend. Die Langlaufläufen sind ja auch noch beleuchtet. Und die Stirnlampe habe ich auch eingepackt für Nordlichtbeobachtungstouren. Von dem her kann ich da auch nach dem Feierabend das noch richtig geniessen. Ich habe schon wieder etwas geplant für den Norden. Ich gehe als Gästebetreuer auf Finnland 2 Monate in der Ruska-Zeit, wo ich mich mega freue. Und habe natürlich schon wieder geplant, im Winter zu gehen, zum Arbeiten oder Ferien. Also ich könnte jetzt schon sagen, dass ich mich auf den Kaffee daheim wieder sehr freue, wenn ich wieder zurück bin von meiner Remote-Zeit hier oben. Aber ich muss sagen, mittlerweile mag ich den finnischen Filterkaffee eigentlich auch ganz gerne. Ich glaube, der gehört einfach ein bisschen da oben dazu. Mit einem guten Munki geht er auch tiptop runter. Und auf meine Familien und Freunde daheim freue ich mich. Und vielleicht auch ein bisschen auf die 2 Bildschirme, die ich dann an meinem Arbeitsplatz im Büro in Baden wieder habe.